herzlich willkommen. Jo. Wir haben endlich Planet Coaster 2, was wir endlich anspielen können. Wir haben ja nicht die Early Access bekommen und ich möchte euch erstmal Hallo sagen und ja, mein Name ist Dennis, aka Bluefire, wie ihr mittlerweile schon wisst. Wenn nicht, dann wird es Zeit, dass ihr mal unseren Kanal abonniert. Ist für euch komplett kostenlos und damit unterstützt ihr uns ganz, ganz toll. Und ja, wir haben lange darauf gewartet, dass Planet Coaster 2 endlich losgeht und ich bin schon so gehypt. Ich bin jetzt das erste Mal tatsächlich jetzt hier drinne und ich möchte mit euch einfach mal von Anfang an durchgehen, was ich als erstes hier machen muss in diesem Spiel, weil ich glaube, die meisten fangen an, direkt los an zu spielen oder was auch immer und keiner, der das Spiel vielleicht noch nicht weiß, ob er es kaufen soll oder nicht und noch so ein bisschen unentschlossen ist, möchte ich euch erstmal zeigen, wie überhaupt Planet Coaster anfängt, wenn man das erste Mal startet. Leider konnte ich mit OBS jetzt nicht direkt schon den kompletten Anfang machen. Da kam jetzt King Coaster und Queen Splash, wie Queen Splash King Coaster ins Wasser geschubst hat. Ja? Und dann kam jetzt das Bild, was ihr jetzt auch seht. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit und wir schauen jetzt mal hier rein zusammen. Ich selber bin jetzt auch komplett neu. Also wie ihr seht, ich habe die Euler noch gar nicht angenommen. Ich bin jetzt tatsächlich das allererste Mal in diesem Spiel hier drin. Und ich freue mich schon wirklich sehr darauf. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rein und nehmen wir mal die Euler an, würde ich sagen. Also das ist hier die AGB von Frontier selber. Damit man hier sich das, also wer mag, kann sich das gerne durchlesen. Ich lese es mir jetzt nicht durch. Es wird wahrscheinlich überall dasselbe sein, dass man die ein oder andere Sache halt nicht machen soll. Ich muss gerade das Spiel tatsächlich ein bisschen leiser drehen. Das ist mir gerade alles ein bisschen zu laut im Hintergrund. Ich mache mal gerade so. Ich glaube, das ist besser. So. Das ist für mich jetzt auf jeden Fall besser. Und ja, wer mag, kann sich die durchlesen. Ich mache es jetzt nicht. Und wir müssen bis nach ganz unten scrollen, wie ich es mir fast gedacht habe, weil ich konnte nicht direkt annehmen klicken. Das heißt, wir scrollen hier komplett runter und sagen annehmen. So, jetzt können wir hier Bildschirm-Setup. Also, jetzt können wir unseren Bildschirm auch noch hier anpassen mit der Helligkeit, so wie es aussieht. Um die Helligkeit deines Bildschirms anzupassen, verschiebe den Regler so, dass das Logo ganz links kaum sichtbar ist. Kaum sichtbar, okay. Kaum sichtbar. Noch sehe ich es noch. Ja, ich habe jetzt auch die Lampen an. Nicht die Lampen an, die Lampen an. Wir produzieren ein bisschen vor tatsächlich, weil sonst kommen wir nicht dem Ganzen nach. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wir haben noch so die ein oder anderen Videos schon vorab hochgeladen. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Dürft ihr auch nicht verpassen. Deswegen rein mit euch nach diesem Video natürlich. So, wir gehen zu Save Frame. Stelle den Regler so ein, dass die Markierungen mit den Rändern deines Bildschirms bündig sind. Okay, achso, das ist dann hier, kann ich dann anpassen. Das heißt, ich mache hier auf 0. Dann sollte das auch so angepasst sein. Okay, ich mache das hier trotzdem mal auf 0,5. Ich lasse die Standardeinstellung einfach. So, mit Zurücksetzen kann ich alles auf rückgängig machen. Wenn ich jetzt hier auf so mache, zurücksetzen, dann macht er mir auf Ursprung. Und auf Bestätigen, bestätigen wir das Ganze. Und schon sind wir im Hauptmenü. Und der erste Eindruck ist hübsch. Ist wirklich toll. Wir haben hier die Kugeln wie bei Planko 1 mit den ganzen Maskottchen. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Kann man auch schön drehen. Klappt alles. Wunderbar. Schöne Geräusche dabei. Okay, die Animationen bleiben immer dieselbe. Also passiert nichts, wenn ich die Kugel jetzt drehe. So, was haben wir denn im Menü? Hier steht mein Name, Bluefire.
Dann spielen, meine Parks, Workshop, Profil. Karriere kann man hier spielen. Franchise. Wissen wir noch nicht. Sandbox. Und dann haben wir hier oben rechts Einstellungen. Jetzt, ich finde es schade, dass mir das nicht angezeigt wird, was hier so gemacht werden kann. Jetzt muss ich die Musik wieder... Ich glaube, wir gehen direkt in die Einstellung rein. So, okay, jetzt haben wir hier viele Reitermöglichkeiten. Und jetzt können wir hier als erstes die Musik, muss ich die Lautstärke anpassen. Ich muss das ein bisschen, ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ich bin schon alt, deswegen meine Ohren, die machen dann alles nicht mehr mit. Ich kann das alles ja nochmal nachträglich anpassen, extra für euch, deswegen. Aber jetzt, für jetzt hier im Menü reicht das vollkommen. Also, wir fangen vorne an. Barrierefreiheit, Einstellungen, Größe der Benutzeroberfläche. Okay, das ist dann die Textgröße, die ist jetzt standardmäßig auf 80, den lassen wir auch mal so. Dann haben wir eine Farbpalette. Protanopie, Deuteranopie, Tritanstandard. Okay, ich weiß natürlich nicht, was passiert. Ich glaube, wir müssten auf Anwenden klicken. Ah, wir müssen auf Anwenden klicken und dann ändert sich die Farbe. Okay, da sieht man jetzt keinen Unterschied. Hier sieht man jetzt auch keinen Unterschied. Also, ich sehe jetzt hier nichts. Ah, okay. Da sieht man nochmal was. Nö. Nee. Und Standard wäre dann das klassische Blau. Ich lasse das mal im Standard. So, Bildschirm-Setup. Ach, dann kommen wir auch wieder dahin zurück, wo wir am Anfang waren. Das verstehe ich nicht. Na gut. Dialoge isolieren. Was heißt das denn? Alle anderen Töne stumm schalten, wenn Dialoge laufen. Okay. Ach so, Farbpalette ist, wähle zwischen verschiedenen für Blinde zugängliche Farbpaletten, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Aha. Okay, alle anderen Töne stumm schalten, wenn Dialoge laufen. Ach, Dialoge, wenn jetzt zum Beispiel wahrscheinlich für Karriere oder so, dass dann auf die Karriere gehört werden kann. Also ich weiß noch, dass es bei Park Beyond so war, dass man ja immer so einen Begleiter dabei hatte, der dann oben aufgeploppt war und der dann halt was gesagt hat. Vielleicht ist es auch damit gemeint. Ich weiß es nicht. Mono-Modus oder, ja gut, da können wir dann halt ein, dann haben wir nur Mono oder aus für Stereo. Also das ist so meine Vermutung. Okay, dann haben wir doch schon den ersten Reiter durch. Dann gehen wir mal in die Soundeinstellungen bzw. Audioeinstellungen und Testaudio abspielen. Das finde ich nice, dass man das gemacht hat. Dann kann ich hier nämlich einen Test machen und mir anhören, was man so, wie die Lautstärke ist und so. Und ich habe Kopfhörer auf. Soundbar, ach, kann man alles hier einstellen. Oh, Surround können wir jetzt auch einstellen. Nachts ruhig, laute Töne sind leiser und leise Töne lauter. Eine Audiomischung optimiert für Wiedergabe bei geringer Lautstärke. Okay. Ja, ich habe Kopfhörer. Von daher lassen wir das mal so. Aber wir haben hier einige Möglichkeiten. Finde ich eigentlich ganz nice. Für die, die das ein oder andere haben, können die hier einstellen. Audiozugänglichkeit. Dialoge isolieren. Alle anderen Töne stummschalten, wenn Dialoge laufen. Das können wir hier dann auch nochmal einstellen. Okay. Mono-Modus können wir auch hier einstellen wieder. Gesamtlautstärke haben wir ja vorhin schon geändert. Das ist logisch, das ist dann das In-Game-Spiel. Ja, das können wir dann hier laut und leiser stellen. Soundtrack können wir auch einstellen. Ah, das ist die Hintergrundmusik. Ah, okay. Alles klar. Das ist die Hintergrundmusik. Menü Soundtrack stumm schalten. Dann ist die Musik weg. Wir lassen sie mal an. Können sie ja mal bei 70% lassen. Spielsoundtrack stumm schalten. Im Spiel dann halt, ne? Wenn dann da keine Musik laufen sollte, dann könnt ihr das hier nochmal
ein- und ausschalten. Parkmusik, Parklautstärke können wir eigentlich auf laut lassen. Musik, Parkmusik stumm schalten. Naja, können wir dann halt im Park ein- und ausschalten. Genauso wie die Es gibt Radios in den Läden. Das ist cool. Die kann ich auch ein- und ausschalten. So, wir können richtig viel einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Blanco 1 auch so viele Möglichkeiten gab. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich meine, nein. Auf jeden Fall können wir die Gäste auch einstellen. Soundeffekte ist eigentlich auch klar. Achterbahn, Wasser, dieses Splash, Feuerwerk und was alles noch da kommt. Ich denke mal, dass das alles so gemeint ist. Soundeffekt, ja gut, steht jetzt hier nicht explizit drin, was gemeint ist, aber ich denke mal schon. Und Sprachlautstärke, das wird wahrscheinlich auch dann verwendet, den Schieberegeln, ja gut, es ist überall, steht dasselbe. Ich vermute, die Sprachlautstärke wird auch beim Karrieremodus so sein. Ich vermute es natürlich, ich weiß es nicht. Ich öffne das Spiel und gehe mit euch hier erstmal das Menü durch, anstatt erstmal ins Spiel zu gehen. Aber der Rick, der macht den Karrieremodus, solltet ihr gucken. Und der Mitaro macht auch was ganz Feines. Der guckt nämlich, was er so bauen kann und fremd entwenden kann für zum Beispiel einen Märchenbereich, Piratenbereich oder Weltallbereich. Und das dürft ihr auch nicht auf unserem Kanal verpassen. Also schön zuschauen. Das hier wird eher so ein bisschen basic, langweilig sein, ich weiß. Aber vielleicht wird es den einen oder anderen auch interessieren, der das Spiel noch nicht gekauft hat und der gerne wissen würde, wie sieht das Spiel überhaupt aus. Und wir können mit dem Controller spielen. Ist ja klar, das Spiel ist ja mit Konsolen verbunden. Also wir können auch Konsolenparks zeigen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und kein Clipping. Ja gut, das sind dann wahrscheinlich alles Einstellungen, die du hier mit dem Controller einstellen kannst. Also für mich jetzt eher irrelevant. Ich bin PC-Spieler, deswegen gehen wir auf Maus. Und hier haben wir dann Maus- und Tastatursteuerung. Ändern. Okay, ändern. Maussteuerung kann ich dann hier mir angucken. Cursorbewegung, Taste aktivieren, Objekt auswählen, Kamera schwenken. Ist dann mit rechter Maustaste, kann ich die Kamera schwenken. Mit dem Mausrad kann ich neigen und drehen, wahrscheinlich gedrückt halten. Und Kamera zoomen ist dann drehen, ja. Okay, am Rad drehen. Und dann komme ich in die, dann kann ich ranzoomen und rauszoomen. Menü Navigation, abbrechen, schließen, links, rechts, nach unten, runter, okay, es sind dann die Pfeiltasten, okay, vorheriger Reiter ist U, nächster Reiter ist Plus, kopieren ist C, Personalzeitplan, okay, nur beim Personalzeitplan, einfügen ist V und Bauplan hochladen ist U, Browser. Okay, können wir auch alles manuell ändern, wenn wir was finden, was uns interessant wird, dann auf jeden Fall. Also Wegpool-Bearbeitungsmodus, wir können einen Weg platzieren mit linker Maustaste, logisch. Weg anheben mit U, okay, jetzt muss ich mal gucken, und da ist, okay, ohne Platzierung U, mit U kann ich alles anheben. Also ich spiele ja mit WASD und dann würde ich tatsächlich, ich muss mir das erstmal alles angucken, weil ich glaube, ich werde auch viel mit Shorts arbeiten, weil mich das dann auch, also für mich ist es einfacher dann, ne? Ich glaube, bei der Objektplatzierungssteuerung, das wird so das Ding sein, wo ich mal diesen einen oder anderen Shortcut umschalte. Also hier kann man dann alles einstellen, ne? Wegpool muss jetzt, ist jetzt hier eigentlich alles selbst erklären. Hier kann man sich dann Gebäude, Mehrfachauswahl, wir können bei Gebäude, dann kriegen wir auch angezeigt, ne? Platzieren, abbrechen, drehen, 90 Grad, Y, das kennen wir ja alles aus Blanco 1, skalieren, wichtig, C, mit C kann ich direkt skalieren, das ist super. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, mit X
dieses Tool zu öffnen, mit der XY-Achse die Teile zu drehen, zu verschieben und auch natürlich zu skalieren. Jetzt können wir aber hingehen, wir können natürlich mit Y auch die Sachen drehen und mit C direkt skalieren. Das heißt, es macht die Arbeit ein bisschen einfacher. Ich kann entweder also auf X gehen und sagen, ich klicke mich mit X durch zu dem jeweiligen Menü, XY-Achse oder halt um die 360-Grad-Achse oder halt skalieren, da muss ich halt jedes Mal X für drücken, oder ich lasse es bleiben und sage, ich drehe meinen Teil mit Y und Skalierung mit C. Macht für mich jetzt Sinn, wenn ich jetzt Bäume oder Steine bauen möchte oder setzen möchte, sagen wir mal so, finde ich die Kombination mit Y und C besser für Skalieren und Platzieren und Drehen. Und wenn ich ein Haus baue, dann würde ich tatsächlich diese XY-Achse benutzen, weil das dann da, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich muss es gucken, ich muss es testen. Aber ich weiß schon mal Bescheid. Also C und Y und X, es sind ja schon mal, das sind hier die drei Tasten unten drunter. Wunderbar. Das ist doch mal gut. An Oberflächenachse binden, STRG. Okay, Winkelausrichtung. Okay, gut. Also das ist so ein Menü, da muss jeder selber von euch mal reingucken, was er hier so ändern möchte. W, S, A, D ist hier alles eingestellt. Und nur freie Kamera. Okay, bla bla bla. So, Kameramodi. Neigen, drehen, Tabulator, Panels ausbilden, Besucherkameramodus. So, was muss ich denn da? Wo sind wir denn hier? T. Also T bleibt tatsächlich. Und dann kann ich mit den Tasten ranzoomen und rauszoomen, das Bild nach oben und unten. Okay. Interessant. Interagieren. Man kann sogar jetzt interagieren. Das ist nice, das ist toll, das ist cool. Also mit linker Maustaste, wenn ich jetzt in die First-Person-Situation gehe, wenn ich mir jetzt einen Park angucken möchte, dann kann ich mit den Leuten dort agieren. Das ist cool. Also entweder ich kann komplett mit Tastatur arbeiten, wenn ich jetzt in die First-Person gehe. Oder ich kann auch ein bisschen mit der Maus arbeiten, allerdings auch nur mit Linksklick, dass ich da mit den Leuten interagiere. Ansonsten ist es hier mit Eingabe. Ich kann sogar laufen mit Umschalttaste. Ich kann mich sogar ducken. Wofür das gut ist? Keine Ahnung. Und springen. Ich kann sogar springen. Das ist ja cool. Voll Jump'n'Run. Voll das Jump'n'Run-Spiel. Yeah. Okay. Wir gehen zurück. Und wie gesagt, bei den Maus- und Tastatureinstellungen muss jeder selber erstmal gucken, wie er damit klarkommt. Oh, das ist auch cool. Wir können die Sensitivität ändern. Tatsächlich. Und wir können hier sagen Orbit. Oder halt die freie Kamera. Kein Clipping. Schalte die Funktion Kein Clipping ein, damit du beim Navigieren durch einen Park durch feste Objekte fahren kannst. Machen wir ein. Weil wir wollen ja durch Objekte durch. Das ist ein wichtiges Tool, weil wenn ich jetzt die First Person, ich meine es so, ich weiß es nicht, noch einmal, wenn ich das jetzt eingeschaltet habe, dann kann ich auch über den Weg hinaus, weil wenn wir jetzt einen Weg bauen und ich bin in der First Person, das weiß ich nämlich, dann kann ich nicht über diesen Weg hinaus. Das wird wahrscheinlich der Knopf sein dafür, dass ich das doch kann. Naja, gut. Wir gucken mal weiter. Grafikvoreinstellungen. Ultra ist jetzt bei mir eingestellt, aber wir haben mir verschiedene Einstellungen mit Minimal, Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra angepasst. Und einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn die globale Beleuchtung aktiviert ist. Okay. Also wie ihr seht, ich habe hier hoch, sehr hoch. Ich lasse das auch alles erstmal so in diesen Standardeinstellungen und dann kann ich halt alles immer noch manuell im Spiel immer noch ändern. Das wird sich ja dann zeigen. So, dann sagt er mir hier auch direkt die Grafikkarte, die ich habe, was für ein Bildschirm
rahmenlos, dann kann ich hier noch, ich könnte auch in 4K, okay, dann, warum nicht, ich habe da einen 4K-Bildschirm, okay, so, jetzt haben wir 4K, perfekt. V-Sync haben wir jetzt auch Möglichkeit, wenn du V-Sync aktivierst, wird die Bildrate des Spiels mit der Aktualisierungsrate des Monitors synchronisiert. V-Sync kann das Screen-Tearing reduzieren, aber auch in Input-Lag erhöhen. Okay, wir lassen es erstmal aus. Wir schauen uns das erstmal an. Bildschirm-Setup. Oh, dann komme ich auch schon wieder. Jetzt haben wir schon den dritten Punkt. Also ich kann dreimal in diesen Menüpunkt rein, okay, was das auch immer soll, ich weiß es nicht. Aktive HDR auf Unterstützung im Bildschirm erfordert einen Neustart. Okay, wir können hier HDR einstellen. Ist bei mir jetzt inaktiv, ist aber auch wahrscheinlich, ich glaube HDR geht nur bei Nvidia-Grafikkarten, ne? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ich bin da eher Noob, was das angeht. Unschärfe, Nachbearbeitung aus, kontextabhängig. Okay. Feldtiefe immer. Also, wir haben hier Bewegungsschärfe. Die Bewegungsschärfe fügt sich schnell bewegenden Objekten und Kamerabewegung einen richtungsabhängigen Unschärfe-Effekt hinzu. Aha. Ist jetzt kontextabhängig, ist es automatisch eingestellt und Feldtiefe ist, die Schärfentiefe simuliert ein echtes Kameraobjektiv, indem sie Objekte, die nicht im Fokus sind, unscharf macht. Das war ja der Grund bei Planet Coaster 1, dass bei Planet Zoo nämlich der Fall war, dass der Hintergrund unscharf war und dadurch die Performance besser war. Ist jetzt hier auf immer eingeschaltet. Okay, gut. Das war jetzt der Menüpunkt Anzeigeeinstellungen. Wir gehen mal weiter zu optische Einstellungen und jetzt können wir hier unser Menü einstellen. Das ist doch mal schön. Aber ich finde es schade, dass es immer noch diese paar Farben gibt. Ich hätte gern schwarz oder so gehabt. Fände ich eigentlich ganz cool, schwarz. Und ja, wir haben jetzt hier blau, lila. Ach so, jetzt zeigt es mir nicht direkt an. Ich muss auf Anwenden klicken. Und dann haben wir Orange oder Rosa, wer es mag, oder Lila, wer mag. Dunkelblau. Dunkelblau finde ich eigentlich ganz schön. Wobei ich, glaube ich, eher auch sowas hier auf Rot. Nee. Orange? Oh, ist mir zu viel Kontrast. Da kann ich das Standard. Achso, und dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit. Achso, ich kann hier nochmal Tritanopie und dann kann ich hier nochmal blau, hellblau, okay, lila, oh, keine Ahnung, was das hier für Einstellungen sind. Ich vermute, das hier ist noch gar nicht so richtig fertig. Wenn wir auf Standard lassen, können wir das so ein bisschen einstellen und ich lasse es mal klassisch. Ich lasse es mal so, Farbenblindheit, Heatmat, Kontrast. Ändere die Farben der Heatmap, Gradienten auf Achterbahn und Schienenfahrgeschäften, um den Kontrast zu erhöhen. Dies wirkt sich auf die Farben auf der Strecke sowie auf das Live-Datenpanel und das Heatmap-Panel aus. Achso, ich bin jetzt hier gerade, ich sehe gerade, ich werde mich mal hier so ein bisschen stellen. Ich will euch nur zeigen, wir haben hier diese Anwenden, Zurücksetzen und Schließen. Weil ich jetzt hier mit meinem Kopf da war. Aber das Menü ist halt hier auf der Seite. Und deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Aber nur, dass ihr sehen könnt, hier kann ich anwenden, zurücksetzen und schließen. Klicken. Falls ihr euch fragt, wo klickt der denn da überall rum? Genau, das hier ist für die Heatmap halt. Ne? Wenn ich eine Achterbahn baue, dann kann ich sehen, wie viele G-Kräfte bei einem Drop sind oder in einem Looping oder Seiten-G-Kräfte in einer Helix, bla bla bla. Und das kann man hier nochmal einstellen. Steuerung auf dem Bildschirm anzeigen. Legt fest, ob die Steuerung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, während du spielst. Okay, lassen wir erstmal an, wir gucken mal und dann kann ich hier noch einmal die Textgröße ändern. Ja, besser haben als brauchen. Und wir gehen jetzt zur Spieloption. Globale Spieleinstellung, automatisches Speichern, Häufigkeit kann ich hier einstellen. Oh, wow. Alle 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten.
Okay. Wenn es flüssig läuft, können wir es ja so lassen. Ansonsten wäre es schon ein bisschen happig. Der Ruf beeinflusst das Prestige deiner Fahrgeschäfte mit der Zeit. Je höher der Ruf, desto höher das Prestige des Fahrgeschäfts. Ja, können wir einlassen. Ausrichtung an der Begrenzungsbox als Standard. Beim Platzieren mehrerer Objekte als Standard die Ausrichtung an der Begrenzungsbox anwenden. Muss ich testen. Kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Gemittelte Ausrichtung im erweiterten Modus. Die Steuerung für erweitertes Bewegen, Drehen nutzt die gemittelte Ausrichtung und Position der ausgewählten Teile. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn alle Objekte in dieselbe Richtung ausgerichtet werden, ausgerichtet und gedreht sind. Okay, also das wird wahrscheinlich dieses automatische Snapping sein, wahrscheinlich, was man dann halt, wo man Wände halt ganz schnell in eine Reihe bauen kann. Achterbahneinstellung. Gerät bei der Bearbeitung aus dem Gleis. Ermöglicht es Achterbahn beim Bearbeiten von der Schiene abzuweichen. Jo, von mir aus. Aber ist ja aus. Ja, das sind alles die Standardeinstellungen noch. Schienengefährgeschäft, Reibung. Die Reibung bei Schienenfahrgeschäften wirkt sich auf den Bremsweg und die Beschleunigung aus. Wenn dies aktiviert ist, kann die Reibung für Schienenfahrgeschäfte mit dem Schieberegler angepasst werden. Warum ist das aus? Das machen wir an, natürlich. Ach so, das ist dann für immer. Ich kann das nicht nochmal nachträglich einstellen. Doch, mit Sicherheit. Doch, das kann ich einstellen. Also, umso weniger Reibung, umso schneller düst die Achterbahn durch. Umso mehr Reibung, umso langsamer. Ja, das ist eigentlich ganz logisch erklärt. Umso weniger, umso schneller, umso mehr, umso langsamer. Rutschbahnreibung, selbst die gibt es auch. Das ist dasselbe wie für die Achterbahn. Kann ich dann für die Rutschbahn dann halt einsetzen. So, und dann haben wir Einheiten. Geschwindigkeitseinheit ist Kilometer. Wir haben aber die Möglichkeit, Meilen, Meter oder Fuß pro Sekunde zu setzen. Und Entfernungseinheit ist dann Meter, Fuß oder Yard. Wie im ersten Teil auch. Können wir auch alles einstellen. Und wir lassen das so. Okay, das waren die Spieloptionen. Dann gibt es die Einstellung für Baukollisionen. Jetzt wird es interessant. Szeneriekollision ist aus. Standardmäßig kannst du Szenerie mit Fahrgeschäften oder Objekten überschneidend platzieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kannst du Szenerie nicht mit Fahrgeschäften oder Objekten überschneidend platzieren. Also wir müssen es auslassen, wenn wir durch Bäume fahren wollen und so weiter und so fort. Ist meines Erachtens immer sinnvoll, es auszulassen, weil einen Baum schieben, skalieren kann ich ja immer noch irgendwo hin oder ein Fels oder was auch immer gerade im Weg ist, kann man so noch manuell ändern. Achterbahnkollision. Standardmäßig können sich die Schienen der Achterbahn mit Fahrgeschäften oder Objekten oder sogar mit ihren eigenen Schienen überschneiden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kannst du die Schienen nicht mit Objekten oder Fahrgeschäften überschneidend platzieren. Würde ich also auch auslassen, weil es ist ja logisch, dass die Achterbahn nicht mit der eigenen Achterbahn oder mit irgendeinem anderen Fahrgeschäft kollidieren soll. Allerdings können wir ausprobieren. Oder wer es mag, dass die Achterbahn durch ein Fahrgeschäft, wie zum Beispiel dieser Flatride, dieser Feuerring, ja, ihr wisst schon, dieser, was so Loopings macht oder so, weiß nicht, ob das trotzdem durch den Ring geht, wenn wir es einschalten, aber das können wir ja mal herausfinden, das muss ich mir mal merken. Kollision bei ebenen Fahrgeschäften. Standardmäßig kannst du ebene Fahrgeschäfte mit Fahrgeschäften oder anderen Objekten umschneiden, wenn diese Funktion aktiviert ist. Okay, also es ist mit Fahrgeschäften, Achterbahn und Szenerie sollten aus sein. Dann Rutschbahnkollision ist hier eingestellt, standardmäßig. Standardmäßig können sich Rutschbahnen nicht mit anderen Objekten oder Fahrgeschäften überschneiden. Auch nicht mit den eigenen Komponenten. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können sich Rutschbahnen mit Fahrgeschäften oder sogar mit ihren eigenen überschneiden. Okay,
Ist die Frage, wie ist dieser Abstand? Wann kann ich nicht bauen? Wann geht's? Ne? Ich vermute auch, der ein oder andere von euch wird einfach schon losgelegt haben und denkt sich so, was ist das denn hier für Mist? Ich kann das nicht und wieso kann ich nicht näher dran bauen oder so? Hier ist das Video, was wichtig ist zu wissen. Ich mach's mal aus, weil ich werde das schon alles irgendwie begutachten können, was ich da baue. Geländekollision ist zum Beispiel hier auch aus, machen wir auf jeden Fall aus. Also wenn ich jetzt die Achterbahn Richtung Boden fahre, dann möchte ich auch, dass die Achterbahn da reinfährt und mir sagt, nee, da geht's nicht lang, weil dann kann ich es ja immer noch mit dem Terra-Tool, kann ich es ja dann noch verbessern. Pull-Kollision. Okay, Stammer, kannst du deine Fahrgeschäfte anstellen? Ich muss mir gerade mal ein bisschen aufrecht. Oh ja, oh, besser. Also nochmal, Pull-Kollision. Standardmäßig kannst du keine Fahrgeschäfte anstellen, bauen, die sich mit einem Pool oder Oberfläche des Pools überschneiden, die Gäste blockieren würde. Mit dieser Funktion, die tun wir Rutschbahn und Szenerie mit Pools überschneiden. Der Bau von Pools an sich bleibt davon unberührt. Ja, machen wir auch aus. Wassergeländerkollision machen wir auch aus, weil so können wir natürlich mit unserer Wasserbahn noch ein bisschen einen Ticken tiefer ins Wasser. Ich glaube, das mir juckt die Nase. Ich denke mal, das lassen wir auch mal aus. Also hier diese, also für meine Begriff, also ich würde es ausschalten komplett. Was ihr gerne anhaben lassen wollt, ist euch überlassen. Klickt euch, probiert es auf jeden Fall erstmal aus. Ich weiß, dass ich das alles ausschalte und deswegen mache ich es jetzt gerade auch schon. Und wir haben die Lizenzvereinbarung auch einmal nochmal in den Einstellungsmenü drinne, wo wir das nochmal nachlesen können, was wir überhaupt angenommen haben, direkt am Anfang, weil, ja, es ist halt so. Allerdings ist die Aktualisierung am 23. Juli gewesen. So, Open Source Lizenzen. Bei diesem Titel verwendete Lizenzen für Open Source Software anzeigen. Okay, hier können wir dann uns die ganzen Softwares anschauen. Anscheinend. Gehe ich mal von aus. Und wir haben eine Suchleiste. Wenn ich jetzt hier eingebe Audio, dann bekomme ich hier Audio angezeigt. Das heißt, wir müssen hier nicht in den ganzen Reitern, eigentlich Quatsch, weil so viele gibt es ja gar nicht, also unter Menüs, kann ich hier eingeben Audio. Und was ich so toll finde, ist, was mir gerade aufgefallen ist, ich bin gerade auf einen anderen Menü gegangen und wenn ich auf Suche gehe, bleibt es immer noch stehen. Das ist cool, weil wenn ich sage jetzt Tastensteuerung. Tastensteuerung. Ah, Maus und Tasten. Deswegen hat es nicht gefunden wahrscheinlich. Bleibe ich mal hier und jetzt kann ich sagen, okay, mach mir noch die Lautstärke leiser und dann gehe ich wieder hier und dann kann ich da hin und dann kann ich direkt hier reinklicken. Ja, wieder in Sound oder ich gehe auf Maus-Einstellungen. Habe ich zwar hier auch stehen, aber dann kann ich. Nee, ist ja Quatsch. Grafik kann ich hier einstellen, dann gehe ich nochmal, dann will ich doch nochmal die Tastensteuerung machen und dann kann ich hier direkt auf Suchen gehen und der findet mir das direkt. Das ist doch mal schön. Wir schließen das Ganze und ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich habe euch das kurz gezeigt, wie man startet Planet Coaster 2 und was wir in diesen Einstellungen so finden können. Und hiermit möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser